Namaste, Namaste, hallo zusammen, Saliminand, herzlich willkommen beim KIMI-Report. Wir sind, wie ihr seht, wieder da. Auch Georg hat sich unglaublich gefreut darüber, dass wir wieder zurück sind. Und ja, wer eben eine Reise macht, kann etwas erzählen über die neuen Abgründe des Reisens. Diesen Satz hat Matthias Claudius im Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts schon gesagt, wenn jemand eine Reise tut, kann er etwas erzählen. Also wir wurden ja dann umgebucht von Edelweiss Company to Avoid, muss man sagen, leider mehr und mehr, weil wir haben viele Bekannte, die mit Edelweiss fliegen, weil es eben Zürich-Kapstadt ist. Aber immer mehr gibt es einfach ganz kurzfristige Stornos, und zwar in beide Richtungen. Und das ist sehr unangenehm, man weiß den Grund auch nie. Ich meine, es ist Optimierung. Wir haben in Frankfurt ein junges Mädchen getroffen aus Zürich, die hat gesagt, schon ihr Hinflug wäre ganz kurzfristig umgebucht worden. Jetzt wird sie wieder umgebucht, wie wir auch. Und dann, der Ersatz, den man bekommt, der ist, ja, man ist ja dann froh, dass man doch irgendwo noch Unterschlupf hat. Der ist genial. Also das ist dann Condor und das ist dann so ein Flugzeug. Ich finde schon extrem geschmackvoll dargestellt. Gibt es übrigens auch in Gelb und, glaube ich, in Blau solche Maschinen. Also da hat sich der Designer wirklich Mühe gegeben, so ein grünes Zebra zu machen. Ganz anders als damals Tyler Brulé. Erinnert ihr euch, als das unglaublich komplexe, fantasievolle Swiss-Logo kreiert hat. Und ja, wenn man dann in der Economy sitzt, wir wurden downgegradet von der Economy Max, das ist einfach 18 cm mehr Beinfreiheit, kosten ein paar Franken mehr, aber das sind genau die Zentimeter, die einem schlafen lassen oder eben nicht. Also, und die Vorstellungen dieser deutschen Gesellschaften, die gehen dann in diese Richtung, also diese Abstandsbreite, ich meine, das geht einfach dann für mich nicht mehr. Ich bin 1,788. Es gibt aber Menschen, heute ist das nicht so groß. Es gibt Menschen, die sind 10, 8, 15 Zentimeter größer. Die müssen dann auch zwei Sitze buchen, aber nicht, weil sie zu fett sind, sondern weil damit die Beine irgendwo versorgt werden können. Also so sah es dann aus bei Condor in der Economy. Also das, man kann sich das nicht vorstellen. Wer größer als 1,70 ist, das ist die Hölle. Und man fühlt sich dann wirklich eher an Schweine oder an Viehtransporte erinnert. Vielleicht ist das auch die Absicht. Es ist wirklich entsetzlich. Vom Essen, also Essen, man müsste vor das E und ein R noch setzen und ein F, anders kann man es nicht sagen, nichts zu reden. Frühstück gibt es nicht mehr, da gibt es so eine Papiertüte mit einer flachen Flunder drin, mit irgendwie scheußlichstem Käse, das nennt sich irgendwie Käse-Croissant, hat niemand gegessen dort, dass die sammeln das wieder ein und schmeißen es weg. Ich würde mich schämen. Dann lieber nichts oder irgendwie 3 Euro verlangen für irgendetwas. Und normalerweise nachts, also in der Business natürlich sowieso, aber in der Economy Plus, wo wir manchmal fliegen, da ist es dunkel, da schlafen die Leute. Und als ich die auf die Toilette ging zweimal, da sieht es dann so aus, also sind alle morgens um 3 vor den Bildschirmen und gucken irgendwelche doofen Filme, weil man einfach nicht schlafen kann in diesem Viehtransport drin. Und kaum ist man mal eingeschlafen, schüttelt es an der Schulter und dann kommen zwei so Purser, also männliche Flight Attendants, vorbei und wecken ein, weil ich hatte meine Beine ein bisschen im Gang draußen, man konnte vorbeilaufen. Und die fahren dann morgens um 3:30 mit irgendwelchen Duty-Free-Wageli dort durch. Wer kauft in der Condor morgens um 3:30 irgendetwas? Und zack, ist man wieder wach. Meine Frau hat mir dann großzügigerweise den Gangplatz überlassen. Zudem saßen wir noch in einer Viererreihe, also wir hatten 2er gebucht, die Reservation bezahlt, wir haben den Aufpreis für die Economy Max. Man hört nichts mehr, man wird downgegradet. Alle diese Edelweiß-Menschen, die wurden ganz hinten reingepfercht noch. Ne? Und beim Essen, wie gesagt, also das Motto ist, Schweine, jetzt kommt an die Fresströge. Dann kommt man in Frankfurt an,
Also ich bin ja kein Zürich-Fan, aber der Zürcher Flughafen, den finde ich echt noch gut. Also die Leute sind relativ freundlich, auch bei der Security. Es ist ein schöner Flughafen. In Frankfurt kommst du dann an in die Transithalle. Du hast eine Stunde Zeit, um umzusteigen auf den Flieger nach Zürich. Bist die ganze Nacht wach, du bist müde, es nüchtelt langsam. Und dann kommst du so in eine Halle rein und du siehst irgendwo Gate oder Terminal A und du weißt, du musst dorthin. Und viele stehen da rum, weil sie irgendwo anders hin müssen, aber viel mehr Zeit haben. Dann fragst du eine offizielle Person dort, auch in entsprechender Uniform, und dann bekommst du im besten, wie kommt man schneller zum A, wir müssen bald fliegen, indem sie die Schilder der Bevölkerung im besten ukrainisch assimilierten, großzügig Deutsch. Und ja, dann ist es mir halt einfach rausgerutscht. Ich sage, du bist doch einfach eine blöde Kuh. Aber sie hat das natürlich nicht verstanden. Und irgendwann haben wir eben dieses Mädchen getroffen, die war ziemlich raffiniert im Slalomlaufen und wir sind ihr dann gefolgt und waren dann doch noch in relativ vernünftiger Zeit. Wir hofften sogar noch auf einen trinkbaren Kaffee, weil das muss man bei Condor gar nicht erst versuchen, und sind Passkontrolle. Und dann kommt man an die Security. Und ich weiß, früher bin ich oft mit South African Airways über Frankfurt geflogen. Das sind wirklich harte Nüsse. Und dann kommst du dorthin und ich mit wegen da Aufnahmen und Ticketversand und so weiter mit zwei Laptops unterwegs. Und bis vor gestern oder Samstag, Freitagmorgen war ich der Meinung, man muss die Laptops rausnehmen. In Südafrika nicht aus der Hülle, aber aus dem Rucksack, und in Zürich auch aus der Hülle. Und dann passiert nichts, steht so ein deutscher Security-Mensch dort, passiert nichts, du stehst dort. Unter ihnen gibt es Wannen. Unter ihnen gibt es Wannen. Jede Menge für sie. Also die schaffen das nicht mehr, mal eine Wanne hinzulegen, wie an jedem anderen Flughafen. Du bückst dich dann, nimmst dann zwei Wannen hervor, ich schon die Laptops. Laptops lassen Sie bitte drin, ja? Moment, ich dachte immer, nein, drinnen lassen. Okay, dann geht das Zeug auf das Band. Und dann kommst du zur absolut genialsten Errungenschaft, die es gibt. Das sind diese Ganzkörperscanner. Die gibt es in Frankfurt jetzt. Und du musst dann im Bild unten links, sieht man das ein bisschen besser, du musst dann dort so hinstehen, also wirklich so breitbeinig, genau, die Füße sind markiert und die Arme musst du auseinanderhalten. Das habe ich offenbar nicht geschafft. Meine Frau, die ist da knallhart, die steht dann 2 Sekunden dort und wenn niemand mehr etwas sagt, dann läuft sie weg, läuft sie weiter. Ich habe da die Nerven nicht. Und dann, das waren zwei Typen da, zwei Polizisten, dann sagt er, ja, jetzt breitbeinig, die Arme auseinander, wie ein Cop, wie ein Polizist. Und ich habe das gemacht. Ja, jetzt müssen Sie sich vorstellen, John Wayne, der jetzt zieht. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich näher gegangen, weil der Colt ist ja am Körper. Und dann, nein, weiter auseinander, ein bisschen näher. Und dann Spannung, aber doch entspannt. Ich dachte, mein Gott, der wird mich total wahnsinnig machen, oder? Habe dann nochmal entspannt und gespannt und näher und weiter. Und ich hätte am liebsten gesagt, hör mal, ich habe hier einen Flug gebucht und nicht einen Kurs in Schauspielschule. Irgendwann sagt sein Kumpel, sagt, hierher zu mir. Okay, bin ich zu ihm hingegangen und dann sagt er, tastet mich ab von oben bis unten, oder, und sagt, fliegen Sie nach Italien. Habe ich gesagt, nein, nach Zürich. Gott sei Dank, servus. Also ich habe den Witzspruch bis heute noch nicht verstanden. Wenn ich Italiener gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich wegen Rassismus angeklagt, oder? Der andere, schon bevor ich mich da hinstellen musste, wie John Wayne, ich hatte in meiner Hemd-Brusttasche eine Visitenkarte. Fragte, haben Sie noch was am Körper? Habe ich am liebsten gesagt, ja, Kleidung sehen Sie ja, habe ich nicht gesagt. Ja, eine Visitenkarte. Nehmen Sie die sofort in die Hand! Also, jedenfalls bin ich dann da durchgekommen, oder, nach einem intensiven Körperabtasten, leider nicht von so einer charmanten Dame da, und irgendwann, wir waren dann, genau als das Gate aufging, waren wir dort, also Kaffee kannst du vergessen, Boarding, vor uns die Frau Scher, Ex-SRF oder immer noch SRF mit ihrer Mutter. Und irgendwann waren wir dann in Zürich und haben dann noch in vernünftiger Zeit den Zug nach Basel erwischt. Und bei all dem muss man sagen,
Es kommt so eine Sehnsucht hoch, irgendwie nach früherem Reisen. Ich bin jetzt mal einfach kein junger Knochen mehr und ich habe noch andere Reisemomente und Gefühle erlebt, als man noch irgendwie ein bisschen stilvoll gereist ist, indem man sich auch auf das Reisen gefreut hat. Das war ja, ich weiß nicht, das kostet ja auch was. Und das ist doch immer schön, reisen oder irgendwo anders hingehen. Die Tapetenwechsel, der geopsychische Effekt, wie man so schön sagt. Und irgendwie die Leute, die sind zwar immer unfreundlicher, diese Flight Attendants und alles, oder? Aber sie sind ja, sie müssen Schminkkurse machen, sie sind gepflegt, sie ziehen die Schuhe an bei der Begrüßung, die Schuhe an bei der Verabschiedung und so weiter, oder? Und heute fliegen, ganz viele Leute fliegen in so einem Birkenstock, Adiletten, Trainerhosen-Look, und die Trainerhosen sehen zum Teil auch aus, wie wenn sie eine extreme Wasser- und Putzmittel- oder Waschmittelallergie hätten. Und das ist ja, ich finde, das ist irgendwie auch ja gegenüber den Menschen, die einem ja zudienen. Gut, bei Condor kann man das so nicht nennen. Allerdings muss ich fairerweise auch sagen, ich weiß nicht, was die für ein Ticket in der Condor Economy bezahlen. Ich weiß es nicht, weil wir wurden umgebucht und ich habe es auch nicht nachgeschaut, weil ich möchte mit denen wirklich nicht mehr fliegen, außer wenn es wieder so eine Umbuchung gibt, oder? Und ja, ich weiß nicht, also auch die Südafrikaner auch ein bisschen so, die gehen abends in schöne Restaurants mit Flipflops und kurzen Hosen und kurzen Ärmeln und ja, ihr könnt sagen, das ist ein eitles Ich, aber es ist einfach so, die Sehnsucht geht dann weiter, als man noch irgendwie, ein Passagier war ein Gast und ein Gast war ein Kunde und diese Gesellschaft, die das, glaube ich, sehr gut zelebriert hat, bevor dann Philipp Bruggiesser irgendwie dem Größenwahn einer Hunter-Strategie erlegen ist und gemeint hat, big is beautiful und wir müssen jede verrottete und zu verramschende Mini-Airline auch noch aufkaufen. Der Rest ist Geschichte. Alle vom Zürcher Freisinn, von Spöri bis weiß nicht was, laufen frei herum, oder? Und was hat man gemacht? Man hat doch dieses Edelstück der Swissair nicht nur kaputt gewirtschaftet, sondern dann auch noch der Lufthansa. Und man kann nicht anders sagen, als dieser Lufthansa-Mafia als Fraß vor die Füße geworfen. Und ja, das wird, du merkst, es ist ein deutscher Optimierungsgeist ist dort drin. Und ich bin überzeugt, ich meine, wie doof kann man sein, gleichzeitig eine Lufthansa, eine Condor und eine Edelweißmaschine aus Kapstadt zurückfliegen lassen nach Frankfurt, Zürich und München. Das fühlt sich ja nicht primär einfach von selbst, oder? Und dann schaut man halt, ja, dann nimmt man da, also, ja, Condor ist am billigsten, Edelweiß ist doch teurer in der Betriebskosten, dann lassen wir den Flug aus und schmeißen die alle in den Viehtransport und dann die Schweinetröge der Chartergesellschaft der Lufti zu den Condor. Und die Deutschen, die entwickeln da auch in der Fliegerei, ich glaube, sie können nicht anders, so eine Blockwart-Mentalität, oder? Das habe ich noch nie gesehen, dass du auf einem Linienflug Einsteigegruppen hast, das gibt es vielleicht bei EasyJet, ich kann mich noch erinnern, da gibt es ein Speedyboarding oder Speedboarding, ich bin schon lange nicht mehr mit denen geflogen und dann, wenn du da ein paar Franken zahlst, kannst du zuerst rein, okay. Aber sonst bei keiner Airline, da steigst du zuerst, steigt Economy, Premium und die Behinderten und die Familien und dann, ja, first comes, first serves, oder? Aber die haben jetzt Gruppen, 5, 6 Gruppen, oder? Wie die Einsteigegruppen haben die, oder? Und dann gibt es da dann in Kapstadt die schwarze Damen, die mussten dann diese Korteln spannen zwischen Gruppe 1 und bis zur Gruppe 5, die Gruppen abteilen. Und das ist beim Gate 5, wo der Condor-Flieger ging. Das ist schwierig, weil es ein Service wie ein Couloir, wie ein Schlauch, ein enges zum Gate kommen. Und dann mischt sich natürlich alles vorher und dann sitzt vorne einer von Einstiegsgruppe 5 und hinter einer von Einstiegsgruppe 1 und dann haben die so mit Kordeln das versucht noch irgendwie zu retten. Ist unmöglich, es geht nicht, oder? Und meine Frau und ein Typ und ich haben diese Kordeln, diese Abtrennungskordeln wieder abgebaut, weil es hat null und nichts gebracht, außer Verwirrung und Aufregung. Und dann kam wieder so eine schwarze vom Bodenpersonal mit
mit solchen Augen hat sie geguckt, wo sind jetzt alle meine Absperrungen hingegangen? Also man muss ja einfach das Beste draus machen, aber es ist wirklich, ich bin das schon so viel mal in den letzten 19 Jahren geflogen, aber es ist sowas zwischen diktatorisch unfreundlichem und Viehtransport ähnlichem, das habe ich also wirklich noch nie erlebt. Gut, das gibt bei uns natürlich auch gewisse Optionen, halt nicht unbedingt mit der Lufti-Mafia weiterzufliegen. Es gibt noch andere Optionen und andere Länder und andere Airlines, die das offenbar auch sehr, also das heißt auch sehr gut machen können. Und ich sage es mal vorsichtig, überhaupt nicht teurer. Anyway, man kann sagen, Ende gut, alles gut, wir sind wieder da und es gibt ja auch wieder Kabarett. Übrigens, morgen geht es für 2 Tage mit Hermine in den Schwarzwald ins Trainingslager, Schnittstellenoptimierung und so weiter und so fort. Hätte eigentlich schon heute Samstag sein sollen, aber ich habe 11 Stunden geschlafen und das wäre einfach nicht gegangen. Ich brauchte den Zwischentag. Leider können jetzt Hermine und ich nicht an den Morgenstreich gehen. Das ist natürlich ziemlich dramatisch, aber wir ziehen natürlich... Kabarett hat erste Prio, weil bald ist ja die Premiere im Neubühl in Wädenswil, 29. Februar, Donnerstag, 19.30 Uhr und die Woche später im Forum in Ried in Landquart. Tickets gibt es noch reguläre unter info@männerpraxis.ch oder unter www.megaschweizer.ch, dort sogar mit einem vorgefertigten Bestellformular. Ja, was soll man sagen? Amandla, Avetu, alle Macht dem Souverän. Ja, schön, hat alles geklappt. Wir sind wieder da, auch für die Premiere. Und da freuen wir uns natürlich ausgesprochen darauf. Nun weiterhin ein wunderschönes Wochenende. Morgen ist Salontag. Wieder haben wir schon gedreht mit Niklas, auch in diesem Studio. Dienstag habe ich nicht nur Geburtstag, sondern wir haben auch noch einen Termin mit einem Supertechniker von SRF, falls noch irgendwas wäre mit diesem Ton. Also, ihr seht, wir sind da neu gerüstet, neu motiviert, Transport ungeschädigt, überstanden und weiter geht's. Macht's gut, schön, dass ihr bei uns sind und bis sehr bald.